Was also ist im realen Leben knapp? Und ich sagte ja schon, die Maschinen arbeiten alleine vor sich hin. Der größte Teil der Wertschöpfung der Arbeit ist planen, organisieren, beraten, Entscheidungen treffen, Texte aufbereiten, vermitteln, lehren, lernen. Und das ist immaterielle Arbeit. Und die Dinge sind ja so komplex geworden, dass es ein Einzelner gar nicht mehr überblicken kann meistens, sondern wir sind in der Informationsgesellschaft viel mehr als früher darauf angewiesen, das Wissen mehrerer Menschen zusammenzubringen. Und das ist eine ganz besondere Kompetenz. Da kann jemand noch so gut ausgebildet sein und noch so super intellektuell sein. Wenn es nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen, dann kann diese super Fachkompetenz sogar kontraproduktiv sein. Früher war das so, je mehr sie gebildet waren, tolle Ausbildung, Studium, promoviert, je mehr sie formal gebildet waren, desto höher sind sie in die Hierarchie gekommen, weil oben war die Fachkompetenz und unten waren die gehorsamen, austauschbaren Indianer am Fließband. Und heute ist das so, die Dinge sind so komplex geworden, dass nur noch die Leute unten auf der operativen Ebene, das sind die einzigen, die sich überhaupt noch auskennen. Also rutscht die Fachkompetenz wieder runter auf die Ebene von Sachbearbeitern, Facharbeitern. Und je höher sie kommen, desto mehr ist ihre Aufgabe, den Informationsfluss zu moderieren, zu sagen, Mann, was brauchst du, um deine Aufgaben möglichst gut erfüllen zu können? Oder alle am Informationsfluss zu beteiligen, die es fachlich betrifft, um eine Entscheidung treffen zu können. Also je höher sie kommen, desto mehr ist ihre Aufgabe, Ressourcen zu moderieren, Informationen zu moderieren. Und jetzt hatten wir aber diese starken Hierarchien und das dauerte furchtbar lange. Und die im mittleren Management, die meinten, sie würden sich besser auskennen und haben denen da unten was weggestrichen oder haben denen was dazu gemalt. Und der da unten, der musste dann das Gesicht wahren, der durfte nicht widersprechen, der durfte nicht für eine bessere Lösung kämpfen. Und das war so unproduktiv, dass wir deswegen aus wirtschaftlichen Gründen in den 90er Jahren ein, zwei Hierarchieebenen rausgeschmissen haben. Treten Sie zurück ins Glied, suchen sich eine andere Firma, gehen Sie in Vorruhestand. Das ist das, was in den 90er Jahren passiert ist. Aber nicht aus einer Modeerscheinung, sondern weil es notwendig war, um effizienter mit Informationen umzugehen. Jetzt haben wir also flachere Hierarchien geschaffen, um besser zusammenarbeiten zu können. Also nicht mehr wie früher eine Entwicklungsabteilung und eine Produktion und ein Vertrieb und einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier hat man sich dann gesehen oder so. Nein, sie haben ein bestimmtes Projekt und dann holen sie sich jemanden, der kennt den Kunden und weiß, was er braucht. Sie holen sich jemanden, der kann mit einer Maschine umgehen und sie holen sich jemanden, der kann es theoretisch entwickeln. Und jetzt sitzen diese Informationsspezialisten, Fürsten, im Team beieinander, sind in der Blütezeit der Industriegesellschaft groß geworden, haben aber nicht gelernt, partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert in derselben Augenhöhe zusammenzuarbeiten für dieses Projekt und empfinden es als Machtvakuum. Und was macht man in einem vermeintlichen Machtvakuum? Man haut dem anderen schon mal gleich eine aufs Maul, damit er nachher klar ist, wie er das Sagen hat oder so. Oder wenn sie dann da so einen Platzhirschen haben oder eine Primadonna, die ihren eigenen Selbstwert davon abhängig machen, wie lange sie reden oder wie laut. Und derjenige, der was Vernünftiges zu sagen hat, der kommt überhaupt nicht zu Wort oder so. Ne? Und das kostet uns auf einmal richtig Geld. Ne? Oder wenn da sagt jemand was und es ist ja nicht blöd, was er sagt, aber er hat so 5% Unrecht. Und was machen wir in unserer Kultur? Wir nageln ihn fest bei den 5%, wo er Unrecht hat, statt das mit den guten Gedanken aufnehmen, den es hier gebracht hat, weil das könnte seinem Status helfen und so. Ne? Und das kostet uns auf einmal so richtig Geld. Warum streite ich hier rum wegen der Kontrativtheorie? Erstens, es geht um die Dinge, die im realen Leben stattfinden und nicht um Geld. Und zweitens, in einer Wirtschaft, wo der größte Teil der Wertschöpfung immateriell ist, da haben wir jetzt hier eine neue Knappheitsgrenze, nämlich, dass wir nicht effizient genug mit Informationen umgehen. In Systemen, Abteilungen, Firma und so weiter. Zwischen Menschen. Der Informationsfluss zwischen Menschen, der ist sowas von grottenschlecht, dass das dieselbe Knappheitsgrenze ist in einer Dimension, wie es eben vor dem Eisenbahnbau der Transportaufwand war.